Servus Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Vega. Und ja, Leute, ihr seht schon, wunderschönes Grünlandgebiet haben wir hier. Denn gestern, ich beim Netflix gucken, habe ich so gesehen, oben rechts in der, oder oben links in der Leiste, kam dann so ein Fenster, wo dann stand, Vega Update wurde installiert. Ich bin richtig gehypt, denn ich habe jetzt schon lange auf ein Update gewartet und ich möchte mich vorab nochmal ganz kurz entschuldigen an alle. Komischerweise bei Vega, ich weiß nicht, woran das liegt, leckt es komischerweise. Und ich sehe auch gerade hier, die Bildqualität ist auch bei mir gerade nicht sehr toll. Das liegt einfach an der Übertragung von der PS4, dass sie nicht mehr als 27p zulässt. Und ja, es leckt auch bei mir ein bisschen. Heißt, es sind keine flüssigen, das ist kein flüssiges Bild halt einfach. Ich renne das meistens immer auf 120 FPS, damit hier und da mal das so ein bisschen, vielleicht senkt, habe ich die Hoffnung, aber funktioniert leider nicht so gut. Ist auch egal, auf jeden Fall, neues Update ist da und ihr seht schon, es ist deutlich grüner als vorher. Und ich habe gestern nur mal ganz, ganz kurz reingeschaut. Gestern? Vorgestern. Irgendwie so. Vorgestern habe ich, glaube ich, nochmal reingeschaut und da habe ich dann, eine kleine Verbesserung gemacht. Nichts Großartiges. Wir können mal kurz gucken in den Battle Pass. Was gibt's denn Neues? So. Airdrop. Okay. Ist wahrscheinlich ein Outfit oder so. Ich habe keine Ahnung. Oder man kann Airdrop rufen. Ich weiß es nicht. So, eine Kiste. Oh, eine Pistole. Das ist cool. Noch eine Kiste. Eine P90. Huch. Also ihr seht schon. Ja, doch. Also sind. Ist das die Spaß? Ja gut, die heißt hier anders. Aber ein COD heißt hier natürlich Spaß. Das ist, coole Sache. Gibt es hier wieder so einen Final Skin? Das ist der finale Skin. Na, boah, sieht das nicht so krass aus, ne? Finde ich. Also, ist Geschmackssache. So, ganz kurz. Wir können ja mal eben schnell mal gucken, ob es irgendwie wieder was Neues gibt. Da müsste jetzt wieder hier, 720 Rohstoff. Das ist gut. Und hier müssten wieder alle Kronen voll sein. Die habe ich ja vor 2 Tagen eingesammelt. Nicht mal, 6 von 11. Okay, das ist krass. Geht doch nicht so schnell, wie ich gedacht habe. Schade, schade. Aber naja. Egal. So, gucken wir mal ganz kurz hier. Können wir was verbessern? Und ihr seht schon, 15 von 18. Das heißt noch 3 Verbesserungen. Und dann können wir, haben wir wieder eine weitere Stufe freigeschaltet. Das wäre dann in dem Fall ein Blechdach. Okay, das ist ganz cool. Ich bin ehrlich, ich würde sagen, Food per Hour. Hallo? Oh, das ist auch gut. Also Food per Hours. Dann würde ich sogar sagen, dass wir erstmal das machen. Jetzt klingt er sich hin. So, ich habe lange kein Vega mehr gespielt. Ich habe auch im Offscreen nicht viel gespielt, will ich kurz dazu sagen. Das lag einfach daran, weil hatte nicht so viel Zeit und auch nicht so viel Lust. Weil es war so nach der. Ach, hier! Krass. Aber das ist Rohstoff, ne? Das ist gar nicht. Das ist gar kein Essen. Ich wusste gar nicht, dass wir da noch mehr haben. Krass. Das ist wahrscheinlich das, was überbleibt von dem ganzen Kram. Jetzt ist die Frage: Ist das hier? Ah, hier. Okay, das ist natürlich gut. Alter, mein Auge, ne? Also, ich habe irgendwie die letzte Zeit habe ich sehr, sehr viel vom PC gehockt, auch wegen Homeschooling, blablabla. Und ich glaube, mein Sehnerv ist ein bisschen überanstrengt. Deswegen wabbelt mein Auge die ganze Zeit so komisch rum. Ich denke, ich werde heute nochmal eine Aufnahmesession machen, dann ist vorbei. So, das lohnt sich noch gar nicht. Also ich glaube, wir sammeln wirklich einfach mal so viele Nahrung, wie es geht. Wir brauchen die ja, glaube ich, auch für nichts anderes mehr. Und dann werden wir uns einfach gelegentlich dann eine Kiste ziehen. Das heißt, wir sparen einfach mal. Ja, hier drin sieht es aus wie immer. Nur, dass hier kein Schneeeinfall mehr ist. Auch schön. Gibt es irgendwelche Kisten vielleicht? Einfach so. Hätte ja sein können. Nein. Schade. Müssen wir uns wieder erspielen. Aber eigentlich die ersten paar Level in Vega geht relativ schnell. Also ich denke, wir können vielleicht sogar nach der ersten Runde wieder ein Pack-Opening machen. Und ich möchte mich kurz nochmal entschuldigen an die Leute, die sich darüber aufgeregt haben, dass ich mich darüber aufrege, dass ich gekillt werde. Ich weiß, es ist ein PvP-Spiel. Nur es ist halt manchmal nervig, wenn man einfach gekillt wird, wenn man sich so denkt, oh, Division 2, ja, ich habe mir das nochmal gezogen, weil ich das nochmal durchspielen wollte. Ich habe halt kein PS Plus momentan. Ich denke mir jetzt so, okay, ich suche nach irgendeinem guten Singleplayer-Spiel, was ich jetzt schon
noch nicht durchgespielt habe, weil irgendwie alles habe ich schon so durch und ich keine Ahnung. So, lass uns mal kurz was gucken. Ich würde sagen, wir nehmen uns eine Pistole mit, weil ich finde, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht diese ganzen wertvollen Waffen mitnehmen, weil ich bin nicht so gut im Schießen. Das habt ihr wahrscheinlich gemerkt am letzten Schießgefecht. Ach nee, halt, die Folge habt ihr gar nicht gesehen, weil diese Folge ist leider die Datei defekt gewesen, was sehr schade war. Da ist das Spiel nämlich abgekratzt. Das war ziemlich witzig. Sprich, Remote Play ist abgekratzt und das hat mich dann ein bisschen getriggert, aber naja. Was nehme ich denn mit? Nimm dich hier, komm. Ach so. Ernsthaft? Was soll das denn? Ammo. Das ist er, ne? Für, genau. So, das sollte reichen. So 80 Schuss, das ist eigentlich genug. Ja, wie sieht es aus? Ich weiß nicht. Muss noch was gemacht werden, was Besonderes? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben eigentlich alles eingesackt, was einzusacken geht. Ja, da würde ich sagen, gucken wir mal kurz. Gibt es vielleicht irgendeine neue Map oder so? Es gab auch zahlreiche neue Verbesserungen. Loot-Containers. Siehst du? Und schon Level 1 erreicht. So einfach geht's. So, warte mal. Wir haben hier... Das lasse ich mir nicht entgehen. Ja, das ist doch ganz ordentlich eigentlich. Da kann man was mit anfangen. Ja, so, lass uns mal kurz gucken. Classic Outlands. Encounter. Ah, die ist neu anscheinend. Encounter Anakin. Was ist Encounter? Shootout Elimination? Hä? Shootout? Nee, ich glaube, das ist das, was wir sonst noch mal gespielt haben. Ich gehe jetzt mal kurz in eine Runde rein, aber ich mache jetzt hier keinen Cut rein. Ich will euch mal kurz erzählen, was gibt's so Neues. Es ist so. Ich habe das alles auf Englisch gelesen. Ich werde es euch nochmal kurz einblenden. Da steht es leider alles nur auf Englisch. Es ist so, was ich jetzt auf der Startseite gelesen habe. Es gibt wieder ein, zwei neue Waffen, glaube ich. Man hat halt ein paar neue Waffen hinzugefügt. Sprich, in dem Schießmodus da, wo man dieses typische Frei-für-alle-Modus, den wir da gespielt hatten am Anfang von dem Let's Play, da wurden die Waffen neu verteilt. Sprich, da gibt es anscheinend auch wieder neue Verteilung von Waffen, wie auch immer. Keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Und es wurden auch Maßnahmen gegen Camper eingeleitet. Heißt also, es ist so, dass jetzt anscheinend Camper bestraft werden dafür, dass sie rumcampen. Das finde ich gut. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es halt so, ist es schwierig. Weil man muss halt gucken, campt jetzt jemand oder macht er das einfach aus einem taktischen Vorteil? Das ist immer so eine schwierige Sache. Deshalb weiß ich noch nicht, ob ich das gut finden soll. Und man kann... Warum steht da mal Network Connection ist instabil? Ich verstehe das nicht. Ist auch egal. So, wir können wieder guten Loot einsacken, aber ich kenne die Map noch nicht, deswegen lassen wir das. Und es ist so, dass du jetzt, um manche Türen zu öffnen oder so, brauchst du gewisse Rohstoffe. Das könnte auch sein, dass man vielleicht manche andere Spieler sogar damit aussperren kann. Ob ich das jetzt gut finde oder nicht, das werde ich noch rausfinden, weil ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob das eine gute Erweiterung ist oder eher schlecht. Das muss man dann sehen. Jetzt muss ich immer eben den Controller plus Kabel vom Kopfhörer. So. Ja, genau. Und das Kabel ist irgendwie 10 Meter lang. Ich verarsche euch nicht, das ist kein Scherz. So, Bauarbeiter Jens ist wieder back am Schlüssel, Leute. Ich bin gespannt, was die hier Neues reingepackt haben. Und am 14. Februar werden dann noch zwei weitere Folgen kommen. Das ist, glaube ich, ein Samstag und ein Sonntag. Und so, okay, cool, ja, direkt zum Ausgang gehen. Gar nicht erst so weit rumlaufen. Nein, Spaß. Ich denke, wir werden jetzt mal ein bisschen rumgucken. Einfach mal fürs Feeling. Achso, nachgeladen ist schon. Und ja. Wie gesagt, Controller spinnt immer noch rum, aber ich werde jetzt weniger versuchen zu sprinten. Weil der bewegt sich ja so auch von selbst. Also das tut jetzt nicht so Not, sich da zu Tode zu sprinten. Ein Schneemann, wie süß. Ja, neue Map. Aber sieht cool aus, der Turm, ne? Können wir echt gleich mal hochgehen. Position. Nein! Ich werde schon wieder gesehen.
So, ich nehme mal die Pistol. Man weiß ja nie, wer hier so ist. Ja, also von sich an, ich habe ja auch wirklich Bock auf Vega. Ich möchte mich, wie gesagt, nochmal entschuldigen an alle Leute, die denken, ich flippe hier einfach nur aus, weil ich ständig gekillt werde. Es ist halt so, wenn man halt Loot findet und wird dann geholt auf so eine Art und Weise, dann denkst du halt immer so, Alter, Kotz. Aber ich glaube, das geht jedem so. Uff, das klingt nicht so gesund. Ist hier irgendwas? Oder ist es einfach nur da, um gut auszusehen? Das ist ja ganz toll. Ganz, ganz toll. Ich meine, klar, schick und so, aber... Oh, sieht wirklich schön aus eigentlich, Alter. Hat was. Sehr, sehr cool. Schade, hier ist natürlich nichts. Hätte ich mir jetzt gewünscht. Wäre schön gewesen. So, ich will aber jetzt auch nicht, Also ich bin so ein Typ, ich mag es eigentlich nicht, die Leute alle so über den Haufen zu schießen, gerade bei so einem Spiel, wo alle halt eigentlich nur looten wollen. Aber das Spiel ist halt so. Wie gesagt, ich finde das auch nicht schlecht, dass es so ist oder schlimm. Das ist auch okay, dass das Spiel soweit so ist. Oh, ich hoffe, die sind nicht auf meiner Insel, aber es klingt nicht so. Ich glaube, die sind ein bisschen weiter weg. Das gefällt mir eigentlich gar nicht. Egal. Ja, es tut mir, wie gesagt, echt leid, dass es so ein bisschen rumleckt. Das tut es bei mir halt echt auch. Also, ich weiß nicht, wie ich das ändern kann. Das liegt... Nein! Oh! Alter, das war jetzt aber knapp. Ja, aber fast hätte mich das jetzt aber verraten hier. Mit dem Telefon. Hier ist auch wieder nix. Oh, ein Foto. Toll. Oh, ich habe eigentlich Lust, hier direkt wieder wegzugehen. Ich weiß nicht, wieso. Lass mal weggehen. Ist voll uncool hier. Nee, echt. Sonst wäre ich gleich wieder über Haufen geschossen. Ich meine, wird mich jetzt nicht stören. Ich habe jetzt nichts zu verlieren, großartig. Boah, aber die Map... Ich weiß halt nicht, ob hier noch irgendwas Besonderes ist, ne? Das ist das Ding. Mein Boot könnte vielleicht noch ein bisschen Sprit sein. Müssen wir mal gucken. Jump. Ja, wie gesagt, ob die jetzt auch welche Bugfixes vorgenommen haben oder so, das kann ich euch gar nicht sagen. Ich hoffe es, dass das Spiel jetzt performance-technisch noch ein bisschen besser läuft als vorher. Weil das Spiel halt auch oft abgestürzt ist. Was ich sehr, sehr schade fand. Und ich habe die Scuffnaps jetzt auch einfach mal abgelassen am Controller. Was wahrscheinlich den Effekt hat, dass die Sticks ein bisschen besser reagieren. Also ich glaube, der Controller ist gar nicht so scheiße. Ich glaube, das liegt einfach nur an den Scuffnaps. Und naja. Ich bin noch momentan sehr viel am Vorproduzieren, sprich Gravity Rush und Minecraft sind schon am, wie nennt man das, am Rendern. Und das wird auch dann, denke ich mal, am 15. wird es dann wieder weitergehen mit Gravity Rush und Minecraft. Und ja, Leute, seid gespannt. So, hier haben wir ein bisschen Food. Ja, 6 Stück ist nicht die Welt, aber... Boah, Alter. Aber es ist mies, hier ist nicht so viel, muss ich sagen. Das finde ich ein bisschen schade. Ich meine, die Map sieht schön aus, so mit diesen Polarlichtern. Aber hier ist halt nicht viel zum Looten, finde ich. Und da, wo was wäre, da rennen halt alle so rum. Das ist halt nicht so eine Map, wo du als Außenseiter unbedingt großartig viel looten kannst. Finde ich mal ein bisschen schade. So, hier ein bisschen Jesus Christus, Alter. Da hinten sind ein paar Kisten. Die Frage ist nur, will ich da hin? Weißt du, weil... Ob sich der Weg lohnt, ist die Frage. Ist hier noch was? Ne, schade. Ja, ach, das ist ein Ausgang. Ja, okay. Das bringt nicht so viel. Wir haben ja, wir haben ja nichts groß gesammelt. Das ist ja, was ist das bitte? Ich habe mich gerade erschrocken. Der Controller hat vibriert, weil ich einfach auf Schlagen gedrückt habe. Da will ich nicht hin. Also, Retalk, ich bin jetzt kein Schisser oder so, aber ich will mich nicht unnötig töten lassen. Aber das ist trotzdem cool gemacht, das ist mal was ganz anderes als sonst, sprich als die ganzen Maps, die wir sonst kennen. Und ich wollte ja eigentlich früher schon in den vorherigen Let's Plays diese Map mal spielen. Ich habe nie eine Lobby gefunden. Wahrscheinlich war das einfach noch nicht verfügbar oder so. So, bisschen Food, ja okay, das ist jetzt... Noch nicht so besonders. Was ist das hier? Das sieht aus wie Chemikalien. Ja, Chemikalien. War da noch was? Ne, sah so aus. Ja, ich weiß gar nicht. Gefährlich hier, ey.
Aber hier ist auch nichts Besonderes. Nenn ich mal irgendwie so ein kleines Camp oder so mit einer Kiste oder sowas. Gar nichts. Finde ich ein bisschen schade. So, Behälter, wo nichts drin ist. Ist auch toll. Die man nicht mal looten kann. Schade. Ja, bis jetzt weiß ich noch nicht so ganz, was ich von dieser Map halten soll. Sieht interessant aus. Bevor die wieder kalt wird, Kumpel. Immer wird geschossen. Ich glaube, wir werden hier sterben, aber das stört mich jetzt gar nicht mal so doll. Weil wir haben auch nicht wirklich was gesammelt. Sprich, auch nichts Besonderes gesammelt. Da oben ist anscheinend ein... Das ist ein Schiff! Okay, da gibt es bestimmt guten Loot. So, Draht. Bitte nicht angehen. Okay, das ist nicht schlecht. Kann man da rauf? Ich will da rauf. Okay, geht anscheinend nicht. Wo ist denn der nächste Ausgang? Da. Ich würde sagen, wir gehen mal nach da oben. Und dann gehen wir direkt zur Richtung Ausgang. Weil es ist jetzt nicht... Es ist nicht der krasseste Loot. Klar. Aber, ja, ihr kennt mich. Ich bin da ein bisschen zurückhaltender. Och. Wurde schon benutzt. Und ich hätte es auch jetzt gar nicht mal benutzt unbedingt, muss ich sagen, weil... Gebracht hätte es mir wahrscheinlich nicht so viel. Oh, sind da die Türen offen? Will ich da rein? Ich will nicht das riskieren. Es ist halt noch nicht viel, ne? Das würde mich jetzt halt auch nicht unbedingt... Oh, da sind die Türen offen. Da gehe ich doch nicht rein. Nee, lass mal. Alles cool. Wir gehen mal lieber da lang, bevor ich da jetzt gleich wieder geholt werde. Ja, Leute, ihr kennt mich. Ich bin ein bisschen zurückhaltend. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel, aber ich würde es schon ganz schön finden, wenn da vielleicht ein bisschen mehr XP bei rausspringt. Ja, aber schön die Map. Schön. Hat was. Hat wirklich was. Ja, noch kurz einen Schluck Kaffee trinken. So. Und ihr merkt vielleicht, ich schneide jetzt nicht mehr so viel die Videos. Das liegt daran, es geht zwar gut mit dem neuen Programm, klar. Oh, wir sind gar kein Levelaufstieg, das ist schade. Wir sind jetzt gar kein, mit dem Videoprogramm. Das ist gut, also man kann sehr gut damit arbeiten. Ich habe mir ein neues geholt. Aber ich bin da ehrlich, ich will da gar nicht so viel dran rumschneiden. Weil das ist... Nicht umständlich, aber es ist halt zeitaufwendiger, weil das Programm ein bisschen langsamer ist. Dafür kann es aber deutlich mehr als jetzt Camtasia 9, Camtasia Studio 9. So, Level 2. Kiste. Geh mal her. So, nächstes Level werden wir eine Pistole bekommen. 3 Stück sogar, das ist cool. Ja, mal kurz gucken, was es da so gibt. Das ist eine normale Kiste, ne? Ja, okay, da müssen wir mal gucken, was es da so gibt. Ich denke mal, nichts Weltbewegendes. Okay, es ist zwar eine kleine Menge, aber es ist eigentlich trotzdem hilfreich. Also da kann ich mich eher weniger beschweren. Beschweren kann man sich da eher weniger. Justin Danny. Ne? Spinner Fidget. Okay. Ja. So, Verbesserung ist fertig. Ja. Okay, was ist full? Rattenfalle ist voll. 194 Nahrung, okay. Ja, dann machen wir das nochmal, würde ich sagen. Also ich glaube, wenn wir das jetzt aufgelevelt haben, machen wir das jetzt halt nochmal. Dann nochmal das hier unten. Dann haben wir unser Dachhaus. Das wird dann wahrscheinlich nächste Folge sein. Rattenfalle. Wo war diese Rattenfalle? War die nicht oben im Haus? Da war irgendwas mit Red Trap. Trap vor allem, Alter. Mein Deutsch, Englisch wieder. Ach komm. Ich halte die Klappe. So. Ja, im Shop gibt es wieder so total überteuerte Sachen.
Ja. Da vielleicht? Ah, hier. Collect, 194 Nahrung. Okay, cool. Warte mal. In der Rattenfalle Nahrung sammeln? Ah ja, ich hinterfrag das einfach mal nicht, aber in diesen schwierigen Zeiten musst du halt das essen, was du kriegst, ne? So, ja, so viel dazu, Leute. Wir haben verbessert, wir haben gemacht, getan. Irgendwo war noch irgendwo was? Ich weiß gar nicht. Lass mal gucken hier. Da war doch noch irgendwie das Dings. Smokehouse, okay. Das muss noch gebaut werden, okay. Hier ist Materialien. Das kann auch schön machen und tun. Aber schön so eigentlich. Wenn ich mir das vorstelle, jetzt mit Raytracing und schön hochauflösender Grafik. Oh, sorry. Das sieht, glaube ich, ganz cool aus. Ja, wie gesagt, am 13. und 14. Am 15. geht Gravity Rush und Minecraft wieder los. Am 13. und 14., das müsste ein Samstag und ein Sonntag sein, glaube ich. Da wird dann nochmal, werden nochmal zwei Folgen kommen von Vega. Ich habe jetzt gedacht, ich mache jetzt nochmal diese eine Folge für euch, damit ihr nochmal das neue Update sehen werdet. Ich denke mal, ihr werdet das wahrscheinlich am Freitag sehen, also einen Tag später. Heißt, wenn das Update draußen ist, seht ihr das mit 2 Tagen Verzögerung. Ich hoffe, das stört euch nicht unbedingt. Aber ich muss das halt noch rendern und so weiter und so fort. Und das dauert immer so ein bisschen, ne? Weil, ist halt so. Und ja, ihr wisst Bescheid, Leute. So sieht's aus. Was halte ich von dem Update? Bis jetzt habe ich noch nicht so viel davon gemerkt. Das liegt aber wahrscheinlich daran, weil wir noch nicht alles gesehen haben. Bis jetzt finde ich aber diesen neuen Stil ganz cool. Klar, das Schneestil hatte was Weihnachtliches. Aber ganz ehrlich, ich finde das viel, viel schöner so. Weil das hat einfach auch viel mehr, du siehst halt einfach auch viel mehr von allem so ein bisschen. Das ist einfach deutlich besser. Und ja. Ihr wisst Bescheid, Leute. Ich danke euch sehr fürs Einschalten und am 14. Ich will immer 14. und 15. sagen. Am 13. und 14. Februar gibt es dann nochmal 2 weitere Folgen von Vega und damit ihr Bescheid wisst. Und ansonsten wird jetzt erstmal SpongeBob Schwammkopf-Film ab weiterlaufen. Und ja, Leute, ihr wisst Bescheid. Ich danke euch fürs Deutsch wieder. Ich danke euch fürs Einschalten. Dann sehen wir uns zur nächsten Folge von Vega. Wenn ihr es selber spielen wollt, unten in der Videobeschreibung ist der Link. Und das Spiel gibt es außerdem auch für Switch, nur mal so nebenbei. Und haut rein, Leute.